Ja, und Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und somit auch zur siebten Folge von der zweiten Staffel von Cleverbot. Ich hatte die Folge gerade eigentlich schon mal aufgenommen, musste sie allerdings wieder abbrechen, weil ich gemerkt habe, dass mein Mikrofon nicht an war. Starke Leistung. Egal. So, Leute, das ist von letztem Mal, nicht aus der letzten Folge, sondern ich habe einfach letztes Mal noch ein bisschen mit dem Cleverbot geschrieben, weil ich Bock drauf hatte. Weil es lustig war irgendwie. Ich schreibe jetzt einfach mal guten. Ja. Das ist übrigens Streamtitel für Twitch. Ich habe guten Morgen, antwortet der liebe Cleverbot. Ich schreibe jetzt einfach mal, wie stark, wie geht es dir? Gut und dir auch, danke. Auch danke. Danke, Robert. Was machst du? Nichts. Rein gar nichts. Was? So beginnen Freundschaften. So beginnt Freundschaften. Was? Hä? Ich hab nicht hä gesagt. Nein, was das hier dann? Ho ho ho, ne? Ja. Wieso fragst du dann, warum ich hä gesagt? Ach, Digga. Scheiß drauf. Ja, das frag ich dich doch. Puh. Aha. Von nichts. Ah ja. Mhm. Genau, so ein Ding. Ne? Ich schreibe jetzt einfach mal, was machst. Achso, warte mal. Hat er schon geantwortet. Oder ich schreibe jetzt einfach mal, was hörst du gerne für Musik? Was du gerne für Musik? Ganz verschieden. Und du? Deutsch Rap. Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare. Hab ich doch gerade gesagt, Deutsch Rap. Ach, scheiß drauf. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr gerne so hört an der Musik. Würde mich mal sehr interessieren, was ihr so hört. So, ich schreibe jetzt hier einfach mal die Rapper auf, die ich am meisten höre. Erstmal alle Rapper aufschreiben, die ich so am meisten gehört habe die letzten Tage. Das ist grammatikalisch falsch. Wo ist das grammatikalisch falsch? Bitte, lieber Cleverbot. Grammatikalisch. Wo ist das bitte? Achso, wo ist das bitte grammatikalisch falsch? Bitte grammatikalisch falsch. Deine Geburt ist grammatikalisch. Er nimmt mich wieder auseinander, Digga. Ja gut. Nein. Was? Nein. Manchmal bin ich echt verwirrt über den Cleverbot, ne? Ich habe keinen Freund. Ja, ich habe keine Freunde. Passt ja. So starb Freundschaft. Was laber ich? Leute, übrigens nicht wundern, dieses Knirschen, was im Hintergrund ist, oder dieses, weiß ich nicht, dieses Krr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 r
Ja! Ja! Was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, nichts! Digga, wo ist denn Wiechse? Oha. Da guckst du. Digga, was ist auf einmal mit dem Clever, Digga? Ich sehe schon folgenden Titel: Cleverbot disst mich 2.0. Was das? Ich schreibe jetzt einfach No-Joke, ich dachte, du magst mich. Ich benutze so gesehen eigentlich gerade Nachrichten, die ich wirklich mal bekommen habe. So geht es mir jedes Mal, wenn ich mit dem Cleverbot schreibe und der Cleverbot auf einmal sagt: Komm, lass heiraten. Hey, wir kennen uns nicht. Hat der Cleverbot jetzt ausnahmsweise mal recht? Ich schreibe jetzt einfach mal, ich weiß aber trotzdem. Trotzdem, ich habe trotzdem falsch geschrieben. Was? 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 Ja, das stimmt. Weiß nicht. Weil, ich weiß nicht, ob wir das können. So typischer Lehrerspruch einfach so. Ich weiß nicht, ob wir das können. Krass nicht. Ich schreibe jetzt einfach mal leider. Erstmal leider falsch geschrieben, oder? Leider nicht. Sorry. Nee, Freund nicht. Nee. Ich auch. Hä? Scheiß drauf, ich beende das hier. Es ergibt doch alles keinen Sinn. Der hat mich jetzt so hart gedisst, Digga. Junge, Digga. Er schreibt einfach, deine Geburt ist grammatikalisch falsch. Ja, er hat mich einfach komplett auseinandergenommen. Leute. Ey, Digga, ich kann nicht. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihr gerne mal ein Like und ein Abo da. Schaut gerne in die Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.